Somit kommen wir zu den Punkten 20 und 21 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte des Budgetausschusses über die Anträge der Abgeordneten Oberösterreich. Jetzt folgt ein weiteres Covid-19-Gesetz und da geht es vor allem um Übernahmen von Garantien für EU-Hilfsfonds. Ein von ÖVP und den Grünen eingebrachtes Gesetzespaket enthält umfassende finanzielle Vorkehrungen für den EIB-Garantiefonds und Förderung von Kurzarbeit auf europäischer Ebene. Weitere Punkte des Gesetzespakets betreffen Erleichterungen bei Kostenrückerstattungen von stornierten Schulveranstaltungen, die ärztliche Tätigkeit sowie die Weitergewährung von Reiseaufwandsentschädigungen für Ärzte und Stundungen im Rahmen der Bundesabgabenordnung.